Für welche Zielgruppe ist denn jetzt der Test genau gedacht? Zum einen handelt es sich um Menschen, die informell Kompetenzen erworben haben. Das sind zum einen Menschen, die schon am deutschen Arbeitsmarkt sind, keinen Berufsabschluss haben, aber zum Teil seit vielen Jahren dort schon unterschiedliche Tätigkeiten machen und zum Teil auch eine ganze Menge in diesen Berufen gelernt haben, sodass man mittlerweile sagen kann, zumindest Teile eines Berufes beherrschen sie sogar. Und dann gibt es die Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen. Die haben zwar keine Berufsausbildung nach deutschem Muster genossen, und diese Menschen haben eben eine andere Art von Ausbildung genossen, vielleicht als eine Art Beistelllehre, haben aber über 10, 15 Jahre wichtige Teile dieses Berufes erlernt. Und diese Teile entsprechen manchmal auch Teilen deutscher Berufe, manchmal sogar in fast vollem Umfang. Und für diese beiden Gruppen von Menschen brauchen wir Verfahren, um die Kompetenzen, die die mitbringen, überprüfen zu können und zu sagen, das entspricht ungefähr dem, was man in einem deutschen Ausbildungsberuf in dem Handlungsfeld kennen muss, beziehungsweise was Betriebe brauchen. Wir schauen uns das Beispiel von Herrn Kovsari an. Mein Name ist Hossein Kovsari, ich komme aus dem Iran. Ich bin 39 Jahre alt. Ich habe 2,5 Jahre studiert und ich musste wegen meiner Krankheit meines Sohnes nach Deutschland. Ich habe Agentur für Arbeit immer gesagt, ich brauche zum Arbeitgeber, aber ich habe keine Zertifikat und habe keine Papiere, aber habe ich viel Erfahrung. Als ich 7 Jahre alt war, bis jetzt, habe ich immer Vollzeit gearbeitet. Agentur für Arbeit hat mir angerufen und sagt, wir haben eine Projekte, heißt MySkills, und kannst du einfach bei uns einen Test machen. Ich konnte durch den Test zeigen, was ich kann. Wir haben im letzten Jahr ein Flüchtlingsintegrationsprogramm bei der MAN aufgesetzt. Das sieht so aus, dass wir eine Woche ausbilden in einem Trainingscenter und dass dann die Flüchtlinge unmittelbar in die Produktion gehen und dann in der Produktion mitarbeiten. Wir konnten schon aus der Gruppe, die wir vor etwa 4 Wochen bei uns hatten, schon 2 für uns übernehmen. Er hat handwerkliches Geschick, er kann Erlerntes schnell umsetzen. Man muss ihm das eigentlich einmal zeigen und er hat es sofort verinnerlicht für sich. Also macht wirklich einen guten Eindruck. MySkills ist ein sehr gutes Tool, um die Kompetenzen und die bisherigen Arbeitserfahrungen sichtbar zu machen. Man sieht, die Kollegen wollen hier wirklich was erreichen. Man sieht, die Kollegen haben einen unheimlichen Arbeitswillen. Ich denke mal, sie haben alle einen sehr schweren Weg hinter sich gebracht. Sie fügen sich ja sehr gut in die Truppe ein. Und letztendlich, ich finde es eine super Sache. Ich finde die Leute und der Arbeit auch super. Ich bin sehr zufrieden. Ich freue mich, dass ich einen richtigen Job bei MAN zu haben. Was macht Herr Kovsari da? Und welche Kompetenzen des Kfz-Megatronikers braucht er eigentlich? Schauen wir uns die Handlungsfelder des Kfz-Berufs an, so wie sie normalerweise in der Ausbildung vermittelt werden. Jeder Betrieb kennt die 5 Handlungsfelder. Zum einen geht es um standardisierte Service- und Wartungsarbeiten. Das erste Handlungsfeld des Berufs braucht MAN-Mitarbeiter, die das können. Dort, wo Herr Kovsari eingesetzt wird, nicht. Service- und Wartungsarbeiten sollten bei neuen Trucks wohl nicht aufkommen. Das zweite Handlungsfeld: verschleißbehaftete mechanische und elektrische Systeme instand setzen. Auch das ist irrelevant, wenn es darum geht, neue Trucks zu bauen und zu montieren. Schließlich sind sie ja nagelneu, also verschleißbehaftet sollte da nicht sein. Das dritte Handlungsfeld, da geht es um die Montage und Demontage. Genau das braucht MAN und genau das konnte Herr Kovsari zeigen, dass er da Erfahrung hat und konnte deswegen bei MAN eingesetzt werden. Auch die anderen Handlungsfelder des Berufs sind für Herr Kovsari nicht erforderlich. Das bedeutet, bei MAN hat jemand Chancen, der in einem einzigen von 5 Handlungsfeldern Kompetenz besitzt. Das ist die wirkliche Botschaft dieses Kompetenztests und dieses Beispiels. Wir haben in sehr, sehr vielen Berufen und bei sehr vielen Stellen die Chance, Menschen unterzubringen, die nur Teile dieses Berufes kennen. Und das nur können wir eigentlich streichen. Die können nämlich die Teile, die in den Betrieben gebraucht werden. Und dafür brauchen wir eine neue Währung. Wir müssen unterhalb des Meister- und Gesellenbriefs, die bisher immer die Orientierung für uns waren,
Hat jemand den Gesellenbrief, kann er den Beruf? Das passt hier nicht. Das passt bei 9 Millionen Menschen am deutschen Arbeitsmarkt nicht, weil sie keine Berufsausbildung haben, aber trotzdem Kompetenzen wie Herr Kovsari. Diese neue Währung versuchen wir jetzt zu nutzen, um die Menschen am Arbeitsmarkt zu vermitteln und ihnen die richtigen Stellen nahezubringen, die eben über keinen formalen Abschluss verfügen. Es gibt noch eine zweite Gruppe, außer denen mit informellen Kompetenzen, also die bereits am deutschen Arbeitsmarkt als Geringqualifizierte sind oder als Migranten zu uns kommen, für die das ebenfalls relevant ist. Und das ist eine Gruppe, von der wir selber vorher nicht gedacht haben, dass sie überhaupt in Frage kommt. Ihre Kollegin, Frau Reinhardt aus der Arbeitsagentur in Dortmund, hat uns auf diesen Fall hingewiesen. Im Rahmen eines Beratungsgesprächs ist der Kunde bei mir erschienen. Wir haben gemeinsam über seinen Lebenslauf und seine Fähigkeiten, Fertigkeiten geschaut. Er hat vor circa 25 Jahren eine Ausbildung gemacht. Die lange Zeit und dauernde Abbrüche in seinen Beschäftigungsverhältnissen und dann auch viele Arbeiten bei Zeitarbeitsunternehmen, hauptsächlich im Bereich Außenarbeiten, Dämmarbeiten, haben dazu geführt, dass andere Fähigkeiten, Fertigkeiten wirklich auf der Strecke geblieben sind. Oft ist es so, der Kunde überschätzt sich oder unterschätzt sich auch. Das ist manchmal nicht ganz einfach und ich habe mir gedacht, als Lösung könnte man da auch mal MySkills einsetzen. Sehr schnell erhielt ich das Testergebnis und war doch erschrocken darüber, dass ein gelernter Bauten- und Objektbeschichter sehr, sehr schlechte Ergebnisse hatte. Das zeigt das Testergebnis. Er hat im Test von MySkills beim Dämmen 2 von 4 Kompetenzpunkten gesammelt. Er hat in weiteren 2 Kompetenzbereichen 1 Punkt, aber in 3 Kompetenzbereichen hat er keine nachweisbaren Kompetenzen. Das heißt, er hat in seiner ursprünglichen Ausbildung Dinge vielleicht auch gar nicht im vollen Umfang gelernt. Und vor allen Dingen hat er in den letzten 20, 25 Jahren die meisten Bereiche seiner ursprünglichen Ausbildung nie anwenden müssen. Und dann das, was er mal gelernt hatte, vielleicht auch verlernt. Und dieses Verlernen betrifft sehr viele Menschen, weil heute sehr viele Berufe sehr spezialisiert ausgeübt werden. Wer wendet schon aus seinem beruflichen erlernten Spektrum wirklich alles an? Und wenn wir das nicht tun, dann verlernen wir Dinge eben. Deswegen gibt es eben auch Fälle von Menschen mit einer formalen Ausbildung, wo man den Test auch mal anwenden kann, wenn die Vermutung nahe liegt, dass bestimmte Dinge nicht mehr gekonnt werden.